Paradiesische Zustände für Schüler. Selber entscheiden, wann man was lernt. In der Freien Schule Bergisch Land Wuppertal funktioniert das schon seit 5 Jahren mit gutem Erfolg. Seit diesem Schuljahr gibt es eine weitere freie Schule, und zwar in Wülfrath. Die Bezirksregierung hat ihr Okay gegeben und außerdem auch Geld. Die Eltern zahlen pro Kind und Monat 100 Euro Schulgeld. Dafür können die Kinder sich den Fächern widmen, die sie gerade interessant finden. Für Ann-Sophie zählt heute nur eins. Sie möchte ungestört rechnen. Unbeirrt folgt sie ihrem eigenen Plan, ebenso wie ihre 10 Schulkameraden. In der freien Schule entscheidet jedes Kind für sich selbst, wann und wie lange welches Fach an der Reihe ist. Ich schreibe hier schon seit mehreren Tagen so Karten ab. Und wenn ich dann alle noch zu Ende geschrieben habe, dann mache ich daraus ein Buch und mal dazu noch die Bilder. Hat dir das denn heute jemand gesagt, dass du das machen sollst? Nein, das darf mir selber aussuchen. Die Pia ist ein Mensch, der in seinem eigenen Tempo lernen muss. Die vertieft sich in eine Sache und das macht die dann 2-3 Stunden, bis die damit fertig ist. Und bringt da ganz tolle Ergebnisse. Aber sobald das geht, du machst jetzt 45 Minuten das und dann räumst du das weg, dann wird sie frustriert. Ein Kind, das nicht unterbrochen wird, hat Spaß am Lernen und wird kein Fach auslassen. Diese Zuversicht gibt die Pädagogik von Maria Montessori. Auch für Lehrerin Susanne Strothkötter ist das neu. Ich will nicht sagen, dass sie in den staatlichen Schulen jetzt keine Lust haben zu arbeiten, aber das ist einfach ein die sind viel glücklicher, die Kinder hier. Und das war auch der Grund, warum ich halt gewechselt habe. Ich selber bin nicht gerne in die Schule gegangen. Und das wäre hier für mich eine Traumschule gewesen. Triebfeder der freien Schule ist der Drang des Kindes selbst, seine Neugier, Dinge zu verstehen und zu begreifen. Der offizielle Lehrplan stellt sicher, dass kein Fach zu kurz kommt. Also hier sind so kleine Fähnchen, da sind Länder drauf. Und hier sind dann die Länder aufgezeichnet und dann muss man die Fähnchen einfach hier in die kleinen Löcher reinstecken. Auch die Eltern müssen helfen, damit die kleine Schule überleben kann. Fast 5 Jahre hat die Elterninitiative für ihre freie Schule gestritten und ist dafür sogar bis vor das Oberverwaltungsgericht in Münster gezogen. Erst kurz vor Beginn dieses Schuljahres gab es hier in Wülfrath grünes Licht. Das war schon ein harter, zäher Kampf. Und vor 2 Jahren, als dann die Absage, also ein negativer Bescheid aus Münster kam, hatten wir eigentlich auch schon fast aufgegeben. Und dann haben uns aber viele Eltern doch motiviert, noch weiterzumachen. Und ja, hat sich letztendlich auch gelohnt, dass wir jetzt dann endlich unsere Schule eröffnen konnten. Ne? Dass die Kinder in einer freien Schule genug lernen, sieht man gleich nebenan in der Nachbarstadt Wuppertal. Die Freie Schule Bergisch Land feiert im Oktober schon ihren 5. Geburtstag. Die ersten Kinder gehen mittlerweile auf die weiterführenden Schulen. Die Erfahrungen sind äußerst positiv, kann ich sagen. Also ein Großteil der Kinder, die hier an der Schule das 4. Schuljahr absolvieren, gehen an die Gesamtschule in Ronsdorf. Und da ist es wirklich sehr, sehr gut. Also die mausern sich da zum Teil zum Klassenbesten. In den schweren Fächern auch, also Mathematik zum Beispiel, aber auch in Deutsch. Elterndienst für Anke Schünemann. Ihr Ältester hat den Wechsel von der Freien Schule Bergisch Land auf die Gesamtschule mit links geschafft. Seine beiden jüngeren Geschwister haben das noch vor sich. Also ich finde es einfach schön, dass wir das so viel mitkriegen, was die Kinder hier machen und in der Schule dabei sind. Das geht natürlich nicht allen Eltern so, weil ja viele auch berufstätig sind und hier zumindest im Schulalltag nicht so viel mitmachen können. Ich bin im Moment noch relativ häufig hier. Wir kriegen viel mit, wir kriegen die Kinder mit, wir kriegen die Lehrer mit, was hier läuft und sehen einfach, wie gut es denen hier geht. Gern lernen heißt auch gut lernen. Am Ende der Grundschulzeit werden auch die Kinder in Wülfrath topfit sein für die weiterführende Schule. Davon ist Susanne Strothkötter überzeugt. Die lernen hier mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr.